In der Pandemie, die Weihnachtsfeier ist wie Ostern ohne Eier, wie der Weihnachtsbaum abzüglich dem Licht, wie die Reime minus dem Gedicht. Bescherung, wann und wo? Egal. Geschenke gibt es sowieso. Die bestellen wir einfach digital, so wie den Weihnachtsgruß. Ganz banal. Mit wie vielen sollen wir uns treffen? Bruder, Schwestern, auch die Neffen? Heute fahren wir zu Oma Agathe, morgen zu Ralf, das ist der Pate. Hände waschen, Mundschutz aufgesetzt, noch einmal lüften, dann wird losgehetzt. Guten Tag, auf Wiedersehen und nicht geziert, Hände auch zum dritten Mal desinfiziert. Werd ich Opa wiedersehen zum letzten Mal? Es wäre sehr fatal, hätte ich ihn mit dem Virus angesteckt. Ach, was soll's, ich bin schon öfters angeeckt. Nee, 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 jetzt mal Scherz beiseite, das ist ernst gemeint. Was uns in der Krise vereint, ist die Kraft zum Zusammenhalt. Lass die Faust in der Tasche geballt. Ich halte mich fern, hab euch trotzdem gern. Ich kann's. Liebe auf Distanz.